anderen Mann in den Mund zu stecken. Das musst du dir geben. Ich habe ich. Wie weit dein Verstand und Gehirn so das kritische Denken eingeschränkt wurde, damit du sagst, Alhamdulillah, ich bin Muslim, Alhamdulillah, egal. ich habe das. Mohammed könnte auch 1 Milliarde Kinder getötet haben, das ist mir völlig Nein, egal. das wäre natürlich. Alhamdulillah. Ich hatte ein Gespräch mit einem Muslim, der war Mohammed am Preisen. Der meinte, aber der Mohammed hat doch so viele Menschen gekillt und sie zum Islam gezwungen und alles, ne? Da sagte er, das ist mir völlig egal. Wäre Rasul Allah vor mir, ich hätte dir seine Füße geküsst. Muss ich mal vorstellen. Er wusste um die ganzen Bestandteile des Islams. Er wusste das, dass die Länder gezwungen wurden, islamisch zu werden, muslimisch zu werden. Und er hat trotzdem Gott gepriesen und wollte Mohammed seine Füße küssen dafür, dass der seine Verwandten abgeschlachtet hat. Muss dir mal vorstellen. Amir, ich sag dir mal was. Weder habe ich in meiner Generation von Familien, in allen Moscheen, in denen ich war, gesehen, dass jemand seine Frau seine Brüste gegeben hat oder irgendwas. Und erste Sache ist, wer hat die Atombombe geschmissen? Waren das Moslem oder Christen? Und wer hat die Mein ganzen Lieber, bitte, mein nordafrikanischen Lieber. Länder da erobert und abgeschlachtet und so weiter? Christliche Ja, Kreuzzüge. wer hat Müssen denn wir doch aus ehrlich sein. Nordafrika, wer hat denn die nordafrikanischen Länder islamisiert? Das waren doch diese ganzen Sahaba-Leute, die dann losgezogen sind und die Länder angegriffen haben. War Algerien muslimisch? Nein. War Marokko muslimisch? Nein. War Afghanistan muslimisch? Nein. Das sind alles gewaltsam übernommene Länder. Gewaltsam übernommene, zum Moslem gemachte Länder. Genau, Ja. islamisiert worden. Aslam Taslam. Eslem Teslem, ja. Aber auf brutale Weise, die nicht Anwar, erlaubt bitte, werden. spiel jetzt nicht den Mit dem Ignorant. Schwert. Das mag ich Mit nicht. dem Du Schwert. Ich bin nicht der weißt um Ignorant. die Ich habe dir doch gesagt. genau. Du kennst dich aus. Du kennst dich aus. Du weißt darum um die Entstehungsgeschichte des Islams. Du weißt, was Umar ibn al-Khattab gemacht hat. Du weißt, was Khalid ibn Walid gemacht hat. Du kennst die ganze Geschichte des Islams, wie blutig sie war. Also da brauchen wir nicht zu diskutieren. Egal, wir können diskutieren, aber die christliche ist blutiger und bis Ja, aber ich heute. möchte, dass du ehrlich bleibst. Ich möchte, dass du Ich bin ehrlich doch bleibst und sagst, ehrlich. ja, Ich bin die doch Leute ehrlich. haben die Menschen zum Islam gezwungen. Es war die Vergewaltigung und das Schwert, was die heutigen islamischen Länder muslimisch gemacht hat. Die Vergewaltigung. Warum sagst du Vergewaltigung dazu? Ja, was denn sonst, wenn man die Länder angreift, die Männer tötet und die Frauen erbeutet und daraus dann Mohammeds, Ahmeds und was weiß ich was rauskommt? Natürlich. Amir ist der brutalste Bruder. Ich bin der beste Chef von Ja, ganz wie denkst du Deutschland, darüber, sagt aber es. die Leute, die damals darunter gelitten haben, die Frauen, die dann Ja, eben als Leute leiden noch Sexsklaven, und die. im Irak leiden die jetzt darunter. Was? Christen machen auch immer Raubzüge und sowas. Nein, ein Christ macht sowas nicht. Das sind keine Ach, Christen, macht das sowas sind. nicht? Du hast Was doch sind die denn die ganzen Verse gehört Anwar vorhin, was der hingegangen? Amir Spanier, vorgelesen hat, was Jesus Italiener, Christus uns Deutsche? beigebracht hat. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin, die andere Wange hin. Ja, Also das wird aber absolute bei euch nicht Gewaltlosigkeit. praktiziert. Du hast Diese doch gesehen, Soldaten, die da wie die losziehen in den Irak Krieg, das auseinandergenommen sind keine haben. Christen. Das sind Das sind keine Atheisten Christen. oder was weiß ich, was die sind. Ja, und diese Eslem Teslem waren auch keine Moslem. Das waren Osmanen, Nein, die. das hat der Mohammed selber gesagt. Das Ich hat bin doch Mohammed gekommen, selber den. um Ja, genau, er jeden hat zu den bestimmt. zwingen, entweder Ashhadu an la zu sagen oder eben das Schwert. Das hat Mohammed gesagt. Das Genau. sind Länder, die damals erobert wurden und die waren vorher auch von den Arabern. Verstehst du, was ich meine? Wenn ein Muslim Dschihad macht, dann hat er nach seinem Vorbild Mohammed gehandelt, weil er selber gesagt hat, Mohammed, ich bin gekommen, jeden zu bekämpfen, bis er sagt, La ilaha illallah, wa Muhammad Rasulullah. Wenn er das tut, so ist sein Hab und Gut vor mir sicher. Sonst gibt's Krieg. Das kann sein, aber die Muslim leben im Frieden, Ja, bis die. was würdest du denn machen, wenn ich in der Religion hätte und würde sagen, dich angreifen, dein Dorf und deine Leute und dann dich zwingen würden, zu Jesus Christus zu kommen und sagen, Jesus ist der einzige wahre Gott, sonst Kopf ab. Wie findest du so eine Es. Religion, der dir das aufzwingt? Keine Ahnung. Also ich habe viele Nein, Gehirne keine älter. Ahnung, sagt er auf einmal. Da sagt er keine Ahnung. Eslem Tessa, also Islam kommt nicht mit dem Schwert, mein Freund. Mohammed Mohammed hat hat doch doch in gesagt, einem ich wurde, authentischen ja, Hadith Mohammed hat gesagt, doch ich bin gesagt, why is gekommen, to be jeden zu safe? Why is to be bekämpfen. safe? Ich wurde mit dem Schwert gesandt. Guck mal, die Moslem wurden immer angegriffen, die Uhud und so, die haben sich ihre Sachen wiedergeholt. Muslims Anwar, und mit bitte. Mohammed, Sure 9, Vers 29, bekämpft die Christen und Kämpft Juden. gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Richtig.
Ja, Wie das ist ist es nicht? richtig. Was ist Nein, denn, wenn sie sagen das würde, kämpft gegen diejenigen, die an Allah glauben und nicht an Jesus Christus? Wie findest du Nein, sowas? das stand da drin und das wurde auch so gemacht. Das ist richtig. Ja, aber das ist doch nicht in Ordnung. Jeder muss so freiwillig seine Religion auswählen. Es gibt doch nicht, dass ich wegen meiner Religion bekämpft werden Guck mal, muss von deiner Christen und Religion. Moslem haben das. Ihr müsst auch zugeben, dass Christen das auch gemacht haben. Das haben keine Christen gemacht. Jesus Christus hat das nicht befohlen, aber dein Prophet hat das befohlen mit Dschihad. Hat das befohlen? Also ich kenne viele Länder, da haben die Hunger ausgebreitet und dann Bibel mit einer Dose Thunfisch verteilt. Ja, okay, Ja, das ist redet mal was Christen, anderes. dann Aber wir kriegt reden ihr. über das Töten. Das Töten hat Mohammed selber beigebracht, selber getan und seinen Sahabas beigebracht. Aber Jesus Christus hat gesagt, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halte ihm auch die rechte hin. Wenn jemand dich beleidigt, tu ihm was Ja, aber Gutes. Also genau das Gegenteil. die Christen leben doch nicht danach. Wenn ich hier einen draußen beleidige, haut er mir auf die Fresse, Das sind doch oder? keine Christen da draußen, das sind alles abgefallene Atheisten da draußen. Europa ist voller Atheisten. Die sind alle abgefallen von Jesus Christus. Guck mal, Die haben doch mit der Bibel und. wenn ich jetzt Amir, ich nehme Amir als Beispiel jetzt, wenn ich jetzt Amir Ja. draußen beleidige, glaube ich nicht, dass der einfach sagt, ja, grüß Gott, ihr Doch, der Christen wird sind sehr oft Spinner. beleidigt. Der wird sehr oft beleidigt. Trotzdem beleidigt er nicht. Du siehst Amir, doch, wie ich beleidigt werde und die Leute am Segnen bin. Wie will? was meinst du, wie oft ich beleidige und ich auch einfach weggehe? Weil ich habe keinen Bock auf Anzeigen und so. Scheiß, Nein, also. nicht nur deswegen. Mein Herr sagt mir, ich soll die segnen, die mich beleidigen. Und du siehst ja, dass ich das immer wieder mache. Das heißt, du würdest dich nie verteidigen. Ja, du siehst nicht aus wie einer, der sich nie verteidigen wird. Ja, abgesehen mal davon, wenn ich geschlagen werde, natürlich versuche ich mich so zu decken, verteidigen, irgendwas. Amir, also wenn dich jemand angreifen wird mit einem Messer, will ich mal sehen, ob du da stehen bleibst. Und Jörg, stech Ich zu. meine, allein aus Reflex würdest du ja schon versuchen, ihn aufzuhalten. Aber ich würde nie auf den Gedanken kommen, jemanden aufgrund seines Glaubens so physisch zu bekämpfen. Das ist doch Quatsch. Ja, das machen wir auch nicht. Doch, du. Das hat doch Hast du doch Mohammed gerade eben gesagt. gesagt. Ja, damals wurde das so gemacht. Damals war das anscheinend so üblich. Keine Ahnung. Du hast gesagt, Länder dein wurden Christ erobert Mohammed und. hat die alle bekämpft, bis sie den Islam annehmen. Nicht üblich, dass nur deine Religion ist so, keine andere Religion. Das ist nicht üblich. Aber sind heute noch Moslem? Ihr habt gesagt, die Moslems werden immer weniger und werden immer, also verlassen immer wieder den Islam und so. Ja, es verlassen sehr viele den Islam, aber weil die Muslime immer noch sehr viele Kinder kriegen, wächst es trotzdem. Es gibt nur zwei Regionen, wo die den Islam verlassen. Viele. Und das ist erstens der Iran und zweitens der Albanien. Aber Albaner kennst du doch nicht. Überall auf der gesamten Welt, wo der Islam herrscht, die Leute verlassen den Islam. Du siehst doch, in Saudi-Arabien haben die richtige homosexuellen Bars und alles Mögliche. Selbst unter Todesstrafe. Die Leute haben keinen Bock. Kanalisation voll mit Koranen, Mann. Ja, auf Homos hat keiner Bock. Ich Ich meine. meine auch die Leute, da sind sehr viele Atheisten auch unterwegs abgefallene Richtig. Abtrünnigkeiten in Saudi-Arabien. Du siehst, dass zigtausende, also zig hunderte Korane in der Kanalisation gefunden worden sind. Das sind auch Araber, die können auch ihr Wort lesen. Die sagen, das ist Ja. der letzte Schrott, Mann. Ja, das stimmt, Amir, dass in Arabien viele werden zu Jahil und zu Kuffar. Das Ja, du stimmt. siehst, die können also den Koran auf Arabisch lesen, also müssen die doch kein Problem haben und sagen, ja, Ja. der Koran ist ja wunderschön. Aber es gibt Ja, Leute, die Arabisch sprechen und sagen, was ist das für ein Dreck? du hast ja auch viele. Dreck ist das nicht. Euer Buch ist auch Ich kein Dreck. meine, so denken die, ich meine, Ich so verstehe denken dich, Amir, die. ich verstehe dich. Es sind viele, viele Gebote halt. Du musst dich an viele Sachen halten. Verstehst du? Es ist doch einfacher, eine Sünde zu begehen, als die Sünde nicht zu begehen. Es ist einfacher, Ja, jemanden gut. abzustechen, als sein Leben zu Ja, bewahren. aber der Islam hat doch seine eigene Gesetzgebung und du siehst, dass die Menschen in Freiheit leben wollen. Sie wollen so leben wie die westlichen Leute hier. Weißt du, was ich meine? Dass keiner aufgrund seines unreligiösen Verhaltens irgendwie von der Polizei angehalten wird und sagt, wie siehst du überhaupt aus? Mal, zieh dich mal richtig islamisch an oder warum bist du heute nicht zum Gebet gekommen? Nochmal, dann werden wir dir eine Strafe geben. So Wahnsinn, Mann. Religiöse Diktatur. Kein Mensch will Genau. gezwungen werden. Kein Mensch will gezwungen Ja, werden. Ja, aber jetzt hier nicht, Islam aber was ist passiert denn? Zwang. Ja. Islam ist Zwang. So sieht's aus. Islam ist kein Zwang. Ihr habt doch auch Gebote, an die ihr euch halten müsst. Genauso wie wir. Also Ja, aber wir sollte haben doch keine zumindest. Scharia-Polizei. Guck mal, in ganz Nordafrika wirst du keine Scharia-Polizei sehen.
Ganz Nordafrika gibt es nicht. Gibt es nur in Saudi-Arabien so, und du siehst, wenn der Islam nicht dein Herz berührt, dann tut mir leid, dann bist du falsch. Maria, lieber statt Scharia, komm zum Herrn Jesus Christus. Ja. Kommt ihr beide zum Maria statt Islam? Scharia. Guck mal. Was war das von MPD, ne? Das Maria war ein statt Scharia, ne? Wahlplakat von NPD, ja, Maria statt Scharia. Maria statt Scharia. Der Arme, der Arme. Das ist das Problem. Ihr wisst zu viel vom Islam. Ihr wisst zu viel und Ach, man kann immer noch mehr wissen und mehr wissen, aber irgendwo reicht es auch. Ne? Wenn man das Fundament weiß, und das Fundament ist eben mit Gewalt und Islamisieren und Schahada oder Kopf Wallah, ab und sowas. glaubt ihr, wir lieben nicht das Leben, das ist immer Gewalt, Gewalt. Und ich will doch einfach in Frieden leben. Ich will doch, egal, Ja, dann komm zum Christentum, Herrn egal. Jesus, du bist in falscher Religion, wenn du Frieden Ja. willst. Man misst nicht die Religion nach den Menschen, sondern umgekehrt. Genau, Weißt nach Mohammed. Und Mohammed hat gesagt, ich bin gekommen, jeden zu bekämpfen, bis er la, 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 la sagt. Ist das friedlich? Ist nicht frei, aber ich bin froh, dass ich dadurch, ich bin Wir froh. messen den Islam nach Mohammed, genau, der besten Vorbild. Ich bin froh, dass ich dadurch wenigstens Moslem geworden bin. Das Durch kann doch nicht Gewalt. wahr sein. Alhamdulillah, sag ich doch so. Ich bin ehrlich, Mann. Siehst Ich bin du, er ist ehrlich. also der Nächste. Siehst du, du bist der Nächste, der sagt, Alhamdulillah, dass meine Verwandten gekillt wurden und ich heute Muslim bin. Der Armin, alter Schwede. Alter, ich habe 20 Generationen, keiner von denen wurde gekillt. Alter Schwede. Die wurden nur von Franzosen gekillt und Deutsche, die damals rübergekommen sind. Nazis und so. Was bist du, Algerier oder was? Nah dran, Armin, nicht weit entfernt. Tunesier. Problem ist, unsere Länder, weißt du, die sind nicht so toll. Tunesier sind sehr humorvoll. Ja, Ja, sehr, sehr humorvoll. Alhamdulillah. Humor gehört zum Leben dazu. Wir sind Menschen, Menschen. Das ist ein sehr, sehr lustiges Volk. Die Tunesier sind mit die lustigsten, die es gibt. Ja, ihr zwei seid auch lustig, Mann. Deshalb wollte ich auch mit euch Nee. reden. Ja, Ja. ich sag leider, seid ihr in der falschen Religion, ihr seid leider, sag ich. Ja, Ich gut. hoffe, wenn man sich sieht, irgendwie, man kann sich wenigstens grüßen und so, dass der Armin nicht direkt, Natürlich, ne, wir Ramadan umarmen sein dich. Taekwondo auspackt und so. Darfst du nicht Muslime grüßen mit Salam? Mit Salam? Ja. Muslime Nicht oder Muslime, Ungläubige? also ein Amir, ein Christen. Du kennst die Antwort, ne? Richtig? Du Ich kenne weißt, die was Antwort, Mohammed ja. gesagt hat. Ich kenne die Antwort. Deshalb tut mir das weh. Der Arme sieht aus wie einer von uns. Ja, der tarnt sich, damit der unter euch so rumlaufen kann und keiner ihn erkennen Der kann hat als noch Kafir. einen schöneren Bart als ich. Das ist Ich bin Tarnung. ein bisschen neidisch. Voilà, ich bin ein bisschen neidisch. Hier, Anwar, ich gebe dir ein bisschen von diesem Bart. Hier, nimm. Voilà. Voilà, 1A perfekte Dings, perfekter Bartwuchs. Ja, du siehst also, dass Mohammed gesagt hat, in Al-Adab al-Mufrad 1103, Abu Huraira reported that the Prophet, may Allah bless him and grant him with peace, said, do not give the people of the book the greeting first, force them to the narrowest part of the road. Also Mohammed gibt dir die Berechtigung, uns zu demütigen, indem du uns so gegen die, also an die engste Stelle des Weges drängst. Was ist das bitte? Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, wir sollen uns von unserer Menschlichkeit zeigen. Ich Nein. sehe die Menschen nicht, dass das ist. Nein, das ist genau das Das ist Gegenteil. unmenschlich. Er hatte doch auch Kuffar als Freunde. Ja, Nein. Juden natürlich, die waren manchmal besser als die Araber. Nein, der Nein. Mohammed hat Die alle ganze bekämpft. Halbinsel wurde ja Juden und Christen reingemacht, sodass Mekka zum Beispiel nicht von Juden und Christen betreten werden darf, weil Juden und Christen Najis sind, Dreck. Najis. Ja, Najis. Najis. Juden und Christen Najis? Ja, Ja, deswegen dürfen klar. Juden und Christen heute zum Beispiel nicht Mekka betreten. Deswegen steht ja auch das Autobahnschild nur für Muslime. Für Nicht-Muslime bitte weiterfahren. Ja, das Das stimmt. hört sich sehr faschistisch an, ne? Das hört sich so an, aber ist halt nur für Moslem. Was willst du Was ist machen? denn Moslem Gesang und zum Geheim. Beispiel?
Werd Moslem und geh rein, mach Hasch. Werd Moslem und du darfst Mekka betreten, kein Problem. Das hört sich ein bisschen faschistisch an, ist nicht schlimm, bisschen. Ja, nicht viel, nur ein bisschen. Nicht viel, nur so ein Schwei, bisschen. Schwei, genau. Wie gesagt, ich hoffe echt, wir begegnen uns immer im Guten, inshallah. Natürlich, ich werde dich umarmen, wenn ich dich sehe. Ich werde dich grüßen, umarmen, ich zeige dir Liebe, alles. Dr. Shahin Abu Amir, er weiß dir Liebe. Wenn du mich umarmst, werden die mich draußen umbringen. Die sagen, der hat mit denen einen Pakt gemacht, der schnappt auf genau. Den. Der ist auch Kafir geworden, der ist ein Agent. Ein Agent vom Bundesnachrichtendienst. Ich schwöre dir, die würden mich draußen lynchen. Die würden sofort, wenn die sagen, ey, der ist von Army beauftragt worden. Guck mal, die verstehen sich. Der Army hat den hier reingeholt, damit er gut redet über Army mit Islam und so. Und dann musst du rennen. Dann musst du schnelles Pferd haben. Dass, wenn du Army einmal begrüßt hast oder umarmt hast, dann musst du Ferrari haben. Um ja, zu fliegen. Wir machen nur Spaß, Army, du weißt. Ist egal. Ich weiß doch, Mann. Wir reden. Ja, ich finde auch gut, dass mal solche so ehrliche Muslime wie du auch mal wieder hier reinkommen und so das sagen, dass ich dir die Wahrheit sage. Also so wie es da steht. Ja, das kann man ja nicht leugnen. Man kann das ja auch nachlesen. So. Ihr seid ja keine. Ihr seid nur auf dem falschen Weg. Ihr sagt mir das, ich sag euch das. Inshallah, weißt du, Amir, wir werden sehen wir später, aber schade, wenn du nicht. Im Paradies neben mir bist und wir können darüber lachen. Ich werde bei meinem Herrn Jesus Christus sein. Du wirst leider Gottes ja verloren gehen. Ne? Tja, dann ist das wohl so, ne? Ich wünsche dir das natürlich nicht. Doch, du kannst doch aussteigen. Wenn du siehst doch, dass das Auto auf einmal die Bremsen kaputt gehen, während du fährst, dann kannst du nicht sagen, okay, ich fahre bis zum Ende, bis zum Tod. Nein, du kannst aussteigen während der Fahrt, damit du irgendwie überlebst. Ich fahre. Du kannst den Weg immer verlassen, der zum Tod führt. Guck mal, es gibt zwei Sachen, wo der Islam dich berührt. An der Brust und im Herzen. Der Islam ist in meinem Herzen. Alhamdulillah. An der Brust ist, ja, das ist ein Schlagwort. Islam berührt dich an der Brust. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ihr habt doch nur das da gefunden bei uns. Ne? Nein, das waren nur ein, zwei. Es gibt tausende Sachen, die wir dir sagen. Es gibt auch tausende Sachen über euch, aber ich will das nicht alles sagen. Und, ja, da kann man darüber reden. Dann kann ich dir das erklären, ne? Aber mit Brust geben bei erwachsener Frau einem fremden Mann, da gibt es gar keine Erklärung. Nur das, bei das Prophet war das so. Nur bei Prophet. Egal, ob bei Prophet oder versuch mal eine andere Anwar, Frau. Anwar. Du siehst doch, dass Allah sogar sagt, dass du mit deiner eigenen Tochter und mit der Frau, mit der du die Tochter gezeugt hast, du selbst, da kannst du mit denen Verkehr haben, wenn du aus Unzucht heraus ein Kind gezeugt hast. Das ist unglaublich. Soll ich das mal vorlesen? Du hast das schon vorgelesen, ich habe das schon ein paar Mal gehört. Also du kennst diese Inzuchtsache da, ne, im Koran? Inzestsache, ne? Ich habe das gehört. Die sind aber nicht islamisch verheiratet, oder? Nee, die sind nicht verheiratet gewesen. Aus Unzucht heraus sagt auf einmal der Allah, nee, das ist dann nicht sein Kind. Der kann sowohl mit dem Kind als auch mit der Frau dann Verkehr haben. Ich habe eine Frage dazu, Amir. Macht das jemand? Kennst du jemanden, der das macht? Ich kenne keinen. Ob das jemand macht oder nicht, das ist ein Befehl von Allah, der kann es machen. Das heißt, du könntest, das heißt, er wollte nicht, dass Unzucht-Ehen entstehen. Verstehst du? Ja, okay, das, jetzt ist das passiert. Willst du jetzt mit deinem eigenen Kind schlafen oder was? Niemals. Das siehst du, aber Allah sagt, nee, das du kannst machen. Ich habe, Alhamdulillah, kein Kind in Unzucht. Also ich habe mich daran gehalten, verstehst du? Mich hat das schon... Ja, aber was ist mit Muslimen? So du siehst doch, millionenfach von Muslimen leben in Unzucht. So, und dann ist auch bestimmt zig, hunderte, tausende von Kindern entstanden aus dieser Unzucht heraus. Und da sagt der Islam, das sind nicht seine Kinder. Der kann mit dem Kind schlafen. Amir, da steht jemand, sagt, du sollst Sure 4,23. Kannst du das mal vorlesen? Ja, das ist richtig. Sure 4,23, da heißt es auch, dass man nicht mit der Mutter und mit Dings schlafen sollte. Aber hier macht der Allah einen Ausnahme in Sure 25, Vers 54. Wenn du aus Ungehorsam Allah gegenüber Unzucht begehst und daraus ein Kind entsteht, da sagt der Allah, das wird nicht in dem Vers hier genannt. Da sagt der Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Band 13, Seite 58, in Bezug auf Allahs Aussage und er, Allah, ist es, der aus Wasser Sperma den Menschen erschafft und ihm dadurch Heirat, die Abstammung durch Blut zu
Mannschaft gibt, sagte Ibn al-Arabi, Abstammung ist ein Ausdruck, der sich auf die Vereinigung der Flüssigkeiten von Mann und Frau aus Sicht des Islams Rechtsgesetzes bezieht. Wenn diese Vereinigung jedoch durch Ungehorsam Unzucht geschieht, dann wird das resultierende Kind nicht als Teil der wahren Abstammung einer Person betrachtet. Deshalb sind Töchter, die aus Unzucht geboren werden, nicht in dem Vers enthalten, in dem Allah sagt, jetzt pass auf, verboten sind euch eure Mütter und eure Töchter, Sure 4,23, denn sie sind gemäß der vertrauenswürdigsten Lehren unserer islamischen Gelehrten und den authentischen Lehren unserer Religion nicht als Töchter zu betrachten. Sollte keine rechtlich gültige Abstammung bestehen, dann besteht keine rechtskräftige Blutsverwandtschaft, denn Ehebruch verbietet dem Mann weder Sex mit der von ihm gezeugten Tochter der Mutter, mit der er Ehebruch begangen hat, noch mit der Mutter dieser Tochter. Das ist so, weil das, was durch einen Rechtsakt verboten ist, nicht aufgrund der Sünde verboten ist. Allah hat seinen Sklaven die Abstammung und die Vereinigung im Rahmen der Ehe zum Geschenk gemacht und diese Art der Vereinigung besonders geehrt. Allah hat auch Gesetze gegeben, die uns zeigen, was erlaubt und was verboten ist. Unter diesen Gesetzen ist ebenfalls nicht alles gleich. Falsch hat kann kein Teil des Gesetzes sein. Siehst du, der Ibn al-Arabi spricht darüber. Ja, in Sure 4,23 steht es da, aber wenn du Allah ungehorsam wirst und aus Unzucht heraus ein Kind entsteht, dann ist das rechtlich nicht dein Kind. Wahnsinn, ne? Das ist das Abgefahrenste, was ich jemals gelesen habe. Das ist das Abgefahrenste, was du jemals gelesen hast. Ja. Natürlich. Also du darfst mit deiner Tochter schlafen und du findest das nicht krank? Natürlich ist das krank. Denkst du, jemand von uns macht das? Oder jemand von uns macht das? Ja, aber das ist doch, weil eben deine Religion erlaubt, wenn du aus Unzucht, also nicht mit deiner verheirateten Frau, sondern mit einer Nebenfrau, ein Kind zeugst, da kannst du mit diesem Kind schlafen, weil das nicht aus der Ehe gezeugt ist. Das ist 1.500 Jahre her und die Leute, glaubst du nicht, die haben deine sich das Religion zu Herzen genommen. Keiner, Jahre alt. Also guck mal, ein rechtschaffener Moslem, erzogen von seinen Eltern, würde nie eine Unzucht machen und ein Kind von einer... Was, du, mein Lieber. Was ist, wenn es doch passiert? Wenn es doch passiert, würde er trotzdem nicht mit dir schlafen. So, ja, aber der Islam sagt dir, das ist gut, du kannst mit dir schlafen. Du hast den Tafsir jetzt, du hast den Hadith vorgelesen, vielleicht. Tafsir zu Sure 25, Vers 54. Das ist eine Abschreckung. Das ist eine Katastrophe, Mann. Ja, das ist Katastrophe, richtig. Es ist eine Abschreckung, dass ihr das Dankeschön. Nicht macht. Dankeschön. Ich würde sowas wenigstens ein ehrlicher Muslim. Wenigstens ein ehrlicher Muslim von diesen ganzen Hunderten von Muslimen, die sich auf TikTok schämen und die Wahrheit nicht zu sagen. Oder wenn es da steht, Amir, ist es die Wahrheit. Da können wir 10-mal drumherum reden. Wir reden nur drumherum. Ja, die Muslime verstehen nicht und zitieren Sure 4,23 und lesen aber nicht den Tafsir von Al-Qurtubi zu Sure 25, Vers 54, wo die erklären, dass der Teil mit Sure 4,23 nicht in dem Vers enthalten ist. Das heißt also, wenn du ungehorsam gegenüber Allah wirst, dann ist dieses Kind, was entstanden ist aus dieser Unzucht, nicht als Teil deiner Abstammung zu sehen. Du kannst nicht dein Kind. Genau, das ist nicht dein Kind. Ich verstehe, das ist so wie eine fremde Frau anzusehen. Ich verstehe, so sind wir auch groß geworden. Mit diesen, aber das ist doch Wahnsinn, das ist doch immer noch deine Frau. Du hast sie doch gezeugt. Das ist immer noch deine Tochter. Ja, sie würden es auch nicht machen. Aber es dient als Abschreckung, dass sie sowas nicht machen. Keine Kinder aus nicht-islamischen Ehe. Ja, wenn es mal passiert, dann ist das halal. Nee, er würde es auch nicht machen. Er würde es auch nicht machen. Es gibt doch Millionen von Muslimen, die in Unzucht Kinder zeugen. Ja, aber er würde nicht mit seiner Frau schlafen. Ja, aber Islam erlaubt. Es geht darum, dass der Islam, dein Gott, das erlaubt, so etwas zu tun. Darum geht es hier. Allah sagt das als Abschreckung, damit die Leute nicht Sinne in Unzucht machen. Wie gesagt, Jungs. Du kannst nicht etwas Schlimmes erlauben, damit das als Abschreckung gilt. Es gilt als Abschreckung. Es gab das ist so, als wenn ich sage, wenn du jetzt in Unzucht fällst, oder also wenn du jetzt deine Frau fremd gehst, dann musst du halt mit einem Homosexuellen schlafen.
Ja, das hast du gesagt. Sowas, Das ist das doch ist nur ein Sünde. Beispiel. Es ist nur ein Das heißt, Beispiel. eine Sünde wird Ist nur ein Beispiel. niemals wird Gott eine Sünde Richtig. nehmen und dir dann sagen, dass wenn du da etwas falsch machst, du dann auf einmal eine Sünde begehen darfst. Ich will dir auch etwas sagen, ganz kurz, und zwar für Sina. Was Sünde für Sina, wenn bewiesen ist, dass die Frau Sina gemacht hat, was mit der Frau passiert oder dem Mann? Was Ja, passiert mit Steinigung. denen? Steinigung, Steinigung. richtig. Da kam eine Frau zum Propheten, Salallahu alaihi wasallam, und die hat gesagt: Ja, Rasulallah, ich habe Sina begangen. Tötet mich. Der Prophet sagt: Was? Geh und mach Taube. Geh, Nein, sie sagt war er. Ja. schwanger. Erst das Kind raustragen, weil das Kind kann nichts Genau. dafür, das muss ja leben. Richtig. Und dann hat er die gesteinigt. Ja, danach ist sie nochmal gekommen. Sie ist nochmal zurückgekommen, der Ja, Prophet weil ich Salallahu alaihi schwanger wasallam. war. Mohammed wollte nicht, dass das Kind stirbt, weil das Ja, er Kind hat kann nichts gesagt, geh dafür. und trag erstmal dein Kind aus, und aber er hat Genau, gehofft, dass genau. sie gar Und nicht mehr zurückkommt. der hat also gewartet, bis die Frau das Kind abgestillt hat, dann haben die die getötet. Wundervoll. Ja, aber Das, sie die ist zurückgekommen. Ja, Mutter sie wächst hätte ohne auch das nicht Kind auf. zurückkommen brauchen. Wundervoll. Amir, sie ist von selber zurückgekommen. Der Prophet hat gehofft, dass sie nicht zurückkommt. Verstehst du, dass sie Taube macht und geh Sie deinen hat sich Weg. selber angeklagt. Der Mohammed hätte dann Barmherzigkeit walten lassen, so wie der Herr Jesus Christus gesagt hat: Gehe von nun an und sündige nicht mehr. Die Frau Verstehst du? wollte keine Barmherzigkeit. Sie hat gewusst, was für eine Sünde sie gemacht hat, und hat Angst vor der Hölle gehabt. Diese Frau, haben die aber auch gesagt, die hatte Mut wie 70 Männer. Verstehst du, was ich meine? Man muss auch komplett lesen. Also ihr wisst das aber auch hier, sonst hättet ihr das gerade nicht gesagt mit Kind und so weiter und so fort. Ich kenne diesen Hadith, ne? Und der ist ja Richtig. grauenhaft eigentlich, ne? Wenn man tiefgründiger da nachdenkt, dass Mohammed also diese Mutter von dem kleinen Jungen dann halt tötet und dieser kleine Ja, Junge aber wächst dann warum halt hat er ohne sie denn seine nicht Mutter direkt auf. gesteinigt? Normalerweise ist es egal, ob schwanger oder nicht. Aber er hat Ja, gesagt, okay, geh aber und mach taub, geh und mach der hat ja taub. jetzt, der hat also nicht nur das Kind, seine Zukunft, seine Mutter weggenommen, sondern auch Ja, die aber er Frau wollte dann das halt. nicht. Diese Frau ist zurückgekommen. Verstehst du, Amir? Diese Frau ist von selber Ja, sie hat sich ja zurückgekommen. selber angeklagt. Sie hat sich also Ja, selber richtig. angeklagt Sie hat und sich selber es war also angeklagt. ihr sicheres Todesurteil. So. Ja. Die hat Denn sich selbst angeklagt. Aber wie gesagt, auf es ist. diese Praktiken gibt es dann die Todesstrafe dann. Die gibt es auch im Christentum. Für Genau, das uns. Alte Testament, das Gesetz mit den Juden, um das Volk dann ja, Richtig. mit Gesetzen dann zu geben. Ne, bei Ja. Ehebruch gibt es dann dies und bei das gibt es das, ne, die Gesetze. Richtig, genau. Ja, war auf jeden Fall super, mit euch zu reden. Ich habe sogar zwischendurch geschwitzt irgendwie. Ja, auch aus Aufregung, weil ich wollte auch unbedingt mit Amir sprechen und war ein Kein bisschen Problem, nervös. du brauchst nicht aufgeregt zu sein. Ja, weil irgendwo mag man euch ja auch. Ihr zwar, Ja. klar, ihr sagt viele Sachen, aber ihr lügt nicht. Ihr liest vor und steht ja da drin. So, ne? Amen, danke, sehr gut. Jo, dann, wie gesagt, hoffentlich Friede zwischen uns, Moslem und Christen. Ja, natürlich. Frieden muss immer gewahrt werden. Aber wie will der Islam denn friedlich sein, wenn sie eines Tages die Oberhand haben? Du weißt ja, was Mohammed gesagt hat. Setzt die Nicht-Muslime vor drei Alternativen. Islam annehmen, Jizya bezahlen oder Tod durch das Schwert. Glaubst du heute noch irgendwie, dass die Moslem da Scharia, Tod, dies, das, alles? Wir haben nicht mal in unsere Länder die Scharia. Ja, aber die werden gewaltsam versuchen, alles zu erobern. Das ist auch in euren Ländern dann so, ne? Aber ihr geht dann halt nicht zimperlich mit den Leuten um, das wissen die. Die ganzen Salafis zum Beispiel, als ich damals in Tunesien war, sie dürfen ab einer bestimmten Uhrzeit auch gar nicht mehr raus. Werden sie gesehen, werden sie mitgenommen vom Militär. Ja, Bruder, die werden mitgenommen. Ja, siehst du, also die Regierung hat etwas gegen den Islam. Die wollen also keine Theokratie, sondern die wollen halt, dass jeder Mensch normal lebt, ne? Ja, die wollen, dass jeder normal lebt, aber du weißt ja Genau. auch, dass. Aber es gibt genügend Muslime, die am liebsten sofort loslegen würden und diese ganzen Tarut, ne, diese Unterdrücker, bekämpfen und Scharia einsetzen, ne? Ja, was soll ich dazu sagen, Bruder? Ja, gar nichts. Was willst du dazu sagen? Also, solange es Muslime gibt, die Koran und Sunna ernst nehmen, haben wir auch immer die Gefahr, dass wir damit rechnen müssen, dass Muslime Andersgläubige aufgrund ihres Glaubens bekämpfen und Scharia einsetzen wollen. Ja, aber dann gibt es auch dann die anderen Moslems, und die hindern die daran, weil die wollen ein friedliches Zusammenleben.
Und wir Ja, siehst du, Muslime mit also gibt es unseren. einen Riesenkrieg zwischen Muslimen innerhalb des Islams, weil einige Muslime nicht bereit sind, den Islam zu erneuern, also eine Bidda zu machen. Und aufgrund dieser Tatsache werden dann halt liberale Muslime sofort hingerichtet. Ganz einfach. Nur bei ISIS haben die das so gemacht. Der ist Ja, der islamische Staat praktiziert alles, was Mohammed und die Sahaba getan haben. Fromme Muslime. die haben Zwang, Zwang, verstehst du, was ich meine? Der Mohammed hat auch Zwang ausgeübt. Warum habe ich das dann nicht in meinem Kopf oder ich meine Kinder so erziehen mit Zwang und so? Ja, du bist anders aufgewachsen. Du hast doch gar nichts eigentlich mehr mit dem Islam zu tun. Du willst auch Wie? Ich nicht habe die nichts mit Leute dem Islam bekämpfen zu tun. aufgrund ihres Glaubens. Wir wollen einfach keinen Krieg. Wir wollen kein Kämpfen, Ja, wir wollen keinen du Krieg. willst das nicht, aber es gibt Millionen Muslime, die am liebsten loslegen würden und die Kuffar bekämpfen. Allah will Krieg. Sieht aus, schwer. Nein, Bewaffnet. Leicht und schwer und nur in kämpft mit eurem Jerusalem Blut ist und das. kämpft mit eurem In Blut, wenn ihr Jerusalem, wahrhaftig ja. seid. Sure 9, Vers Aber 41. Anwar ist leider nicht wahrhaftig. Ich bin wahrhaftig, Alhamdulillah. Aber ich Ja, dann will. hör, was Allah dir sagt. Lass hören. Aber nicht, dass auf einmal Anwar morgen auf einmal ausreist nach Nyri, weil du dir das alles nur gezeigt hast. Nachher sind, kommen wir noch hinter dran. Da sagen die, guck, ihr habt das dem da beigebracht. Ich sag, Ihr habt Armin ihm und das so Reza haben gezeigt. mir das befohlen. Ja, ihr habt ihm das so beigebracht, gezeigt aus dem Koran. Guck mal, was Allah hier sagt in Sure 9, Vers 40, und da heißt es, guck mal hier, Sure 9, Vers 39, wenn ihr nicht ausrückt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Allah hat zu allem die Macht. Und dann geht es weiter, der Kontext. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von zweien vertrieben, als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinen Gefährten sagte, sei nicht traurig, gewiss ist Allah mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Heerscharen, die ihr nicht saht, und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort doch das Hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. Und jetzt rückt aus, leicht oder schwer, und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Du siehst Ja. also, wie der Allah dich da zwingt, dass du ausrückst, um die Kuffar zu bekämpfen. Das war damals, Amir, 1400 Jahre Das ist zurück. das direkte Wort Gottes. Du kannst die Tafsir lesen zu Egal, Sure 9, Vers damals und 41. heute ist ein großer Unterschied. Wir leben in Frieden. Wir leben in Frieden. Ja, siehst du, Islam du hat nur. erneuerst also deine Religion. Siehst du, dass du bist also ein Ahlul Bidda. Du bist ein Volk der Erneuerung. Ich erneuere meine Religion nicht. Alhamdulillah, keine Bid'a Ja, und kein Schirk. du sagst, diese Verse sind nur damals, obwohl es einige, es gibt zig von Versen, die direkt ein Befehl von Allah sind. Ja, du sagst es ja auch, direkt ein Befehl, das war zu dieser Zeit Krieg und zu dieser Zeit war der Also kein, Krieg. es ist allgemeingültig, es gibt allgemeingültige Verse, Kampfverse. Vorgeschrieben ist Allgemein. euch der Kampf, Sure 2, 216. Vorgeschrieben ist euch das Beten, das Fasten, die Pilgerfahrt, aber auch zu kämpfen. Ja, wir dürfen kämpfen im Gegensatz zu euch. Ihr dürft nur die Wange Ihr hinhalten. müsst sogar kämpfen, ihr müsst kämpfen. Vorgeschrieben ist euch der Kampf. Hier, Sure 2, 216, pass auf. Vorgeschrieben heißt auf Deutsch Befehl. Ich Befehl. verstehe das. Ja. Aber Du es siehst ist zu also, dass dieser die Zeit Muslime ein gesprochen worden. Riesenproblem mit dem Koran Ja, haben, ne? der Koran erzählt auch eine Geschichte und es war zu dieser Zeit, sie mussten kämpfen. Der Das ist Islam ein wurde Befehl immer unbeliebter. allgemeingültig. Das ist ja Allahs Erde und Ja, dann würde doch jeder Allahs Muslim jetzt Religion kämpfen, muss oder? über alle anderen Religionen siegen auf der Erde und muss als einziger herrschen. Voilà, ich habe nur gesehen, Oh. dass die Christen kämpfen und die Länder erobern und Gold rauben und Leuten das Wasser wegnehmen und. Guck hier, Sure 200 Al-Baqarah, Ja. Ayah 216. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß es, ihr aber wisst nicht. Ja, Es das gibt war also aber zu, Muslime, die das war zu Menschlichkeit, dieser nein, es Zeit, gibt Amir. Muslime, Das es war gibt zu dieser Muslime, die Zeit. ein Problem, es gibt Muslime, die ein Problem haben, Andersgläubige zu bekämpfen. Aber da sagte Allah, nein, nein, du sollst nicht barmherzig sein, sondern du sollst, ich habe dir es vorgeschrieben, Ja, auch wenn es dir natürlich. zuwider ist.
Siehst du? Amir, Also haben guck wir ein mal, auch Problem. wenn du das nicht ist es. magst, andere Leute zu töten, aber es ist gut für dich, wenn du andere Ja, Leute tötest. das ist richtig. Die Christen haben Das das ist anscheinend so übernommen, weil die absolute greifen die ganze Zeit Gehirnwäsche, die damit muslimischen Länder jemand an. anderen Leuten wehtut. Christen, nur Christen greifen islamische Länder an. Und ich habe das selber mit meinen eigenen Augen Nein, gesehen. Anwalt, bitte. So, wie Amir, spät guck haben wir es mal, denn? Es wird immer später und später. ich war zu Ja, diesem lass uns Bürger, das jetzt beenden. Komm. ich war zu diesem Gott Bürgerkrieg segne da. dich, Anwalt. Ja, hör doch ganz kurz zu, eine Minute nur. Gib mir eine Okay. Minute nur. Ja. Ich war zu diesem Zeitpunkt da, wo Bürgerkrieg in Libyen war. Und wer alles dorthin gegangen ist, wo die Fitna gemacht haben zwischen den Libyen und sich die Ölrechte genommen hat und so. Deutschland war dabei, Frankreich war dabei, Italien war dabei. Also fast ganz Europa. Und sagt mir nicht, dass das keine Christen waren. Die haben sich alle die Ölrechte genommen, Kohle genommen. Was hat Europa mit Christus zu tun? Soll ich dir nochmal vorlesen, Das was sind auch Jesus Leute, die sagt? Bibel lesen. Soll ich dir nochmal vorlesen, was Jesus Christus sagt? Hören die also auf Jesus Christus? Sei Nein, ich ehrlich. weiß, was du meinst, Ja, also wenn du aber weißt, was ich meine, warum sagst du dann sowas? weil ich dir das sage, dass es die Moslems auch keinen Krieg machen werden Also oder nur so. reden, ne? Wir Moslem, also wir mögen nur unser Gebet, wir möchten keinen Krieg, wir möchten in Frieden leben. Wer zum Islam kommen will, kommt, wer nicht kommt, Pech gehabt. So, ganz einfach. Lass mich noch zum Schluss etwas vorlesen, was der Apostel Paulus uns Gerne. mitgegeben hat. Und das sagt er in Römer 8 ab Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So sieht das aus. Du siehst also, der Apostel Paulus sagt uns, dass wir wie Schlachtschafe den ganzen Tag getötet werden. Und ich kenne nur eine Religion, die uns so dermaßen verfolgt, die Christen auf der Welt. Anwar, du kennst sie auch. Anwar, du kennst sie auch. Und das ist der Islam. Aber Das sagt. wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Und das soll dir bewusst sein. Der Also Christ liebt dich, egal was passiert. ich habe viele Freunde, die Christen sind und super gute Freunde. Warum soll ich Streit mit denen haben oder? Ja, sage ich doch, du bist eigentlich kein richtiger Muslim, weil wenn du Jetzt Freunde sagt als der Christen Christ, hast, dann. Amir, willst du, dass die mich hinrichten? Ja, dein Allah sagt es doch in Sure 5, Vers 51. Nein, nein, Alhamdulillah. Ich wünsche niemandem was Schlechtes und sollen alle Menschen, wir haben genug Schwierigkeiten auf dieser Welt, Ja, Hunger, Gott sei Dank, Armut. da hast du so eine Sichtweise. Gott sei Dank hast du so eine Sichtweise und lässt dich nicht vom Koran und Sunna so dermaßen vergiften. Verstehst du? Ich bin so nett, aber Alhamdulillah, meine Religion hat mich gelehrt, so zu sein. Glaub mir, Amir, ich war früher ganz anders, nur auf Krawall, nur auf Streit. Ja. Meine Religion hat mich gelehrt, das nicht zu machen, weil das Sünden sind. Wie bei euch sind auch Sünden. Egal, was ihr sagt, ihr habt zwar diese Dreifaltigkeit, aber Gott ist Gott. Anwar, ich danke dir für Und dieses Amir, Gespräch, Anwar. möge Allah dich Möge der beschützen, Jesus aber Christus dich inshallah kommst du segnen zum Islam. und der Herr Jesus Christus deine Augen öffnen, mein Lieber. Du und dein Möge Bruder, der inshallah, Herr deine kommt wieder zu Familie, euch. möge der Herr deine Familie segnen, behüten und beschützen. Ja, ihr Lieben, ich beende das Ganze jetzt. Dankeschön für die ganzen Likes, ihr Lieben. Dankeschön für die ganzen Geschenke, ihr wundervollen. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, euch bewahren, euch Ruhe schenken und immer für euch da sein, ihr wundervollen. Vielen lieben Dank und so Gott will, werden wir dann morgen wieder live kommen, ne? Möge der Herr ja, euch allen gnädig sei, möge der Herr auch Anwar die Augen öffnen und ja, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, ne? Betet für ihn und bleibt im Gebet und führt ein Leben mit dem Herrn, ne? Lasst ihn niemals außer Acht. Denn ihr wisst ja, wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, ne? Sehr, sehr gut. Ja, das Wort Gottes, ne?
wundervoll, dass wir das in physischer Form haben, ne, und dass wir das lesen können, ne? Hammer. Okay, ihr Wundervollen, dann sehen wir uns, so Gott will, morgen, und wir noch leben und wir noch weiter Streams durchführen können. Gottes Segen, ihr Wundervollen.